schön, bevor ich denn hey ho sage, erstmal zur Ausbeute der letzten Nacht. Das waren genau ein Enderman, ein Creeper, ein Zombie und eine Spinne, die alle nichts gedroppt haben. Also noch nicht mal die Spinne so einen doofen Seidenfaden. Nein, gar nichts. Gar nichts gedroppt. Und das finde ich sehr enttäuschend. Und jetzt kann ich auch hey ho sagen. Seid mir also alle begrüßt. Ich bin schon wieder auf einer anderen Baustelle. Ah ja, ein Creeper habe ich euch wieder verschwiegen, weil der, es war zu peinlich. Der ist mir um die Ohren geflogen, ist mir aber nichts passiert. Ist nur wieder da so ein Loch da vorne jetzt entstanden. Kann ich mal irgendwie, was weiß ich, Wasser reinfüllen oder so. Und dann haben wir es wieder schön. Ja, ich baue hier gerade jetzt mal endlich hier wieder dieses Redstone-Zeug fertig. Komm ich denn damit hin? Ja, ich komme gerade mit meinem Redstone hin. Ich habe sogar jetzt lustigerweise dann einen über. Muss mir auch eine Fackel bauen und dann geht das. So wie ich das haben wollte. Zwar wollte ich immer, wenn das Tor zu ist, dann auch irgendwie beleuchten. Ist natürlich jetzt auch klar in der letzten Nacht. Ich muss mich natürlich nicht wundern, wenn keine Monster erscheinen, wenn ich hier alles taghell beleuchte. Ich habe vergessen, das Licht auch auszuschalten. Naja. So, hüpfe ich mal eben hier drauf und versuche dann mal die Torch da so ranzubringen. Ach, ja. Hallo, was ist das denn jetzt? Jetzt stand ich da so drauf, oder wie? So, eben mal nochmal checken. Ja, klappt aber wieder. Dann kommt hier noch ein Block vor. Es geht auch das Licht an, wenn der Zaun zu ist. Und es ist auch so eine Lösung, wo man nicht so hier durchgucken kann, wenn der Zaun offen ist, dass man da so irgendwie da hier so reingucken kann, sondern ist alles schön. So, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht mehr rauskomme. Aber das ist schnell gelöst. Ah! Ja, passt aber gerade. Mit ein bisschen Balanciererei. Den Block, den vergessen wir jetzt einfach mal da unten. Moment. Ein bisschen Dirt muss sein. So. Weg wieder finish. Oh, fehlt uns noch ein Dirt. Ja. Wäre ja auch so zwei sogar. Wäre ja auch zu schön gewesen. Komm, die holen wir uns einfach hier irgendwo an der Ecke. Wird schon wieder dunkel? Nein, doch, fast schon. Habe ich schon wieder so viel hier so rumgemacht. So. Wunderbar. Jetzt können wir eigentlich oben auch wieder so ein Stückchen Zaun ranbauen, irgendwie, ne? Damit es ein bisschen hübscher ist. Testen wir es auch nochmal eben. Auf. Oh Moment, ich glaube, ich habe es genau falsch rum gemacht. Da muss ich noch einen Repeater, einen Reverser reinbauen. Oh, jetzt muss es auf sein hier. Ja klar, ich habe ja das Signal umgedreht, ne? Da muss ich hier unten noch einen Reverser einbauen. Da habe ich ja noch genau ein... Ja, dann schaffen wir das aber auch noch hoch. Das schaffen wir noch. Ist egal, wo hier irgendwo. Warte mal, noch ein bisschen weiter hier. Natürlich vor dieser Kreuzung da. Ein bisschen aufbuddeln. Ja, da bauen wir den hin. Den machen wir aus. Ach, hier haben wir noch ein bisschen. Ein Stück Wolle, dann ist das auch sehr schön. Sieht ja passend aus. So, und jetzt müsste es doch auch klappen. Jetzt ist es auf. Jetzt checken wir mal nochmal vorher, bevor ich da alles zumache. Was habe ich gesagt? Jetzt ist auf, ne? Dann ist jetzt zu und Licht an. Da ist zu. Da ist auch zu und Licht an. Schön. Na, wer sagt's denn? Wieder eine Baustelle weniger. Ja, und man sieht gar nichts hier von wegen.
Auch schnell zwei Zäune holen, komm. Ich hatte ja einige Folgen lang immer zwei Zäune dabei. Die da. Ich vermute schon fast, das war dafür vorgesehen. Das habe ich dann irgendwie nicht gemacht und die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Vermute ich jetzt mal so. So. Beleuchtet ist ja schön. Tor ist zu. Aber jetzt kommt die Nacht. Und da wird das Licht ausgemacht. Und dann können wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr überfallen werden. Also die Zombies mit ihren interessanten Drops. Das wäre es natürlich. Ich hole mir noch eben bei der Gelegenheit. Dann haben wir nämlich innen auch nachts ein bisschen was zu tun. Sorge ich hier mal noch ein bisschen für Nachschub. Weil ich noch ein paar Bücherregale herstellen möchte. Für ein Enchantment-Table-Ecke. Da habe ich Level 12. Och, wie ist das jetzt zustande gekommen? So viel war ich doch. War noch gar nicht so viel Zombies und Viecher. Der Enderman hat ja so viel Level gemacht. Okay, gehen wir mal rein, machen mal Licht aus. Und dann warten wir mal. Und Tore natürlich auf. Und dann warten wir mal, bis es klopft. So. Ein Huhn hat mir mal wieder ein Ei geschenkt. Oh, das haben wir hier noch ein bisschen. Ja. Grünzeug. Ach, guck mal. Ja komm, da kriege ich aber ein paar Bücherregale mit hin jetzt. Wenn ich nicht immer vergessen würde, wie man Papier macht. So. Ach, weißt du, so ein bisschen Zuckerrest nehmen wir auch noch mit. Ach, schöne Zeit können wir uns jetzt lassen. Hat es da schon geklopft? Ich habe irgendwas gehört, aber das war irgendwas anderes, ne? Ich muss mich auch ein bisschen zeigen hier so. Hallo. Tralala. Bin da zu Hause. Kommt doch mal vorbei. Auf einen Kaffee. Oh. Da klebt schon eine. Mistviech. Ja, aber können wir ja schon mal sehen, dass die nicht reinkommen. Hallo. Überfallt mich doch ruhig, ich bin gewappnet. Heute echt ganz mutig, fast schon übermütig. Na gut, dann baue ich halt ein bisschen weiter. Wenn ihr nicht wollt, dann baue ich ein bisschen hier Bücherregale zusammen, die ich gerade beim Aeki gekauft habe. So, zum zu selber zusammenbauen. Ah ne, erstmal Bücher, ne? Bücher, ja, hallo. Nicht so voreil. Ich sagte doch noch, dass wir Zeit haben. So, die darf ich aber jetzt hochkant einsetzen, ja. Immer diese Rezeptmerkerei. Kommt mir ja wirklich ganz durcheinander. Ach, und eine Map, ne? Wie war denn noch das Rezept für eine Map? Heieiei. Waren das... Habe ich jetzt nicht mehr genug. Ja, super. Waren das denn, mehrere so Papierdinger? Komm, wir machen ein bisschen Papier. Das ist jetzt wieder so peinlich, ne? Dann schon wieder das Rezept vergessen. Ja, notfalls kenne ich da gleich nichts. Na. Und schau mal eben nach, ne? Bevor wir hier stundenlang... rumsucht. Ja, wusste ich doch. Da war doch noch irgendein Kniff bei. Wie war denn das nochmal mit der Map? Boah, ist das lange her, dass ich so eine verwendet habe. Ich schau mal eben nach.
Ein Kompass muss da noch rein. Ein Kompass muss da noch rein in die Map. Ach komm, wir sind gerade so schön dabei und es klopft immer noch nicht an die Tür. Und ein Kompass habe ich, glaube ich, noch nie gebaut. Dann wird es ja mal Zeit. Ich baue ja nur für die Map. Sonst brauche ich keinen Kompass. Ich kenne doch die Himmelsrichtung. Ja. Das war jetzt souverän, ne? Und da ich noch die Map hinterher. Und bloß nicht verlieren. Ja klar, jetzt wieder vorm Kampf, ne? Wo ich jetzt damit rechne, hier auf jeden Moment hier mal überfallen zu werden. Obwohl, da tut sich schon wieder nichts, glaube ich. Jetzt kriege ich mir aber hier wirklich wieder einen zurecht. Ja, das können wir vielleicht noch ein bisschen als Tempotaschentuch benutzen. Oder Softie oder wie auch immer. Ey, ist denn hier mal was? Ich habe jetzt auch draußen ganz dunkel. Da ist eine Spinne. Ja, Spinne brauchen wir nicht. Spinne. Hallo. Mal hier ein bisschen an den Fenstern langlaufen. So ganz unauffällig tun. Ach, komm. Gehen wir wieder in den Keller. Machen die Bücherregale fertig. Jetzt aber, jetzt Bücherregale zum selber bauen. Und die Bücher da rein. Das ist immer ein mordsmäßiger Holzverbrauch. Das vergesse ich immer. Ich baue immer wahnsinnig viele Bücher. Dabei braucht man viel mehr Holz. Das nervt mich sowieso schon die ganze Zeit, das Stück. Haben wir denn noch welches da überhaupt? Ja, doch ein bisschen haben wir noch. Na gut. Verteilen wir das mal schön. Und die Bücher hinein. Und dann kann das jetzt endlich mal weitergehen. Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht erstmal, ne? Bis 12 sollten wir uns erstmal reichen. Hallo, ist denn mal jemand da? Also echt. Okay, wenn da jetzt das Teil steht, dann müsste das Teil da weg. Oh, Dunkelheit. Dunkelheit. Die Zuschauer kriegen Angst. Hey, kannst du mal ein bisschen heller machen? Häng doch mal ein paar Fackeln hin. So, da müsste dann eine Wand hin. Ja, doof mit der Scheibe, ne? Komm, ich mach mal weg die Scheibe. Hau ab. Das ist doch hier so schön. Obwohl. Ja, komm, jetzt machen wir das so. Erstmal. Ich mach das erstmal so, damit wir es schon mal stehen haben hier. Genau. Soll man den Tisch dann noch, kann man den eigentlich noch auf ein Bücherregal draufstellen? Ey, wenn das jetzt schon wieder hell wird und ich bin nicht angegriffen worden. Mann. Das ist meine Fluchtecke hier. Und es liegt nicht an meinem Spielmodus. Ich bin nach wie vor auf dem harten. Also es ist alles okay. Ja, die hat mich jetzt natürlich auch schon nicht mehr auf dem Kicker, aber sonst sehe ich auch überhaupt nicht mal irgendwie nur einen Creeper, sonst wimmelt das doch immer und wenn man die mal braucht, ey, gar nix. Könnte ich mich darüber aufregen. Mache ich aber nicht. Ja, gut. Bleiben wir ganz entspannt. War das wohl nix. Haben wir hier wenigstens so eine schöne Ecke.
Obwohl, können wir noch einen nach vorne ziehen vielleicht? Wie ist das eigentlich mit der Treppe? Könnte man die vielleicht auch noch einen nach vorne ziehen? Aber sicher könnte man das. Könnte man auch noch mal ein, zwei Bücher, drei sogar mehr hinbekommen. Ah, ist aber jetzt auch egal. Wie gesagt, ich kann eh nicht so weit leveln. Da können wir hier eher noch eine Scheibe einbauen, damit das da wieder schön stimmig aussieht. Und hier machen wir dann, was weiß ich, so ein Lesetisch oder sowas hin. Möbel brauchen wir ja wirklich dringend mal, damit wir mal ein bisschen innen alles auch schöner machen können, ne? Ich denke mal, da, ja, was soll man machen? Haben wir eben nicht zur Verfügung. Was wir auch noch nicht zur Verfügung haben, ist, da gucke ich jetzt mal in die Kostbarkiste. 1, 2, 3, 4, das ist natürlich der Tisch. 2 Diamanten, oh, wie das schmerzt. Ein Buch habe ich noch. Ich baue jetzt einen Enchantment-Tisch. Buch, Buch, Buch. Aha. So, kurz und bündig, gar nicht lange fackeln, ne? Wegen der Diamanten. Ich muss sowieso, ich bin völlig ausgebrannt, was die kostbaren Rohstoffe angeht. Gold, Diamanten, Redstone. Alles andere habe ich wirklich fein im Überfluss. Da stelle ich den jetzt hin. Da kann er sich jetzt die Bücher aufsaugen. Machen wir hier noch eine Wand hin. Guck mal. So nett. Ja, hier könnte auch noch eine hin. Dann ist das gar nicht so schlecht. Und wenn man dann hier die Treppe noch etwas versetzt. Und noch zwei dahin setzt. Das geht doch. Hier immer noch ein. Tu mir die ganzen Bücher her. Komm, tu mir mal die Bücher her. Tu mir mal. Na, ah, ich sag mal. Das mit diesem auf Zombies warten, damit die tolle Sachen droppen. Das ist natürlich so eine Sache. Genauso wie mit den Wölfen. Damals immer oder überhaupt immer, wenn man was sucht oder gerade gerne etwas haben möchte, an Getiers oder sonst wie, an Mobs, an Ressourcen, dann kriegt man es nicht. Aber wenn man einfach mal so weitermacht, dann ist das schon viel besser. Ach, das ist ja noch mehr Holz. Ja, ist doch alles klar. 2 kriegen wir noch mit den Büchern. Gut. Hier noch ein Türmchen hin. Vielleicht passt das genau hin. Entschuldigung. Also ist interessant auf jeden Fall. Setze ich jetzt Holz ein in die Löcher. Gott. Oh, das sieht sogar cool aus. Irgendwie so ein bisschen rustikal irgendwie. So, dann laufen wir hier oben über das Bücherregal. Das haben sie schön gemacht. Ist die gleiche Textur, deswegen fällt das gar nicht auf. Hätte man sogar theoretisch noch die ganze Decke hier an dieser Stelle mit Bücherregalen machen können. Aber das sind nur Slabs. Halbhölzer. Ja, und guck mal, so haben wir eigentlich jetzt aber hier eine Bibliothek mit Enchantment Table, die völlig ausreichend ist. Ne? Wir können aber direkt mal ausprobieren. 12 Level habe ich. Was weiß ich, was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir so eine tolle Hacke hier, meine kostbare Steinhacke. Die schmeiße ich dann hier rein und da könnte ich jetzt mit 12 Leveln meine kostbare Steinhacke so dingsen. Soll ich das mal machen? Ich mache das einfach.
Guck mal, Effizienz meiner Steinhacke habe ich erhöht. Darauf habe ich jetzt schon meinen Lebtag gewartet, ne? Und dafür habe ich natürlich keine Level mehr. Aber das ist ja cool, jetzt habe ich eine Laserhacke. Hahaha. Ja, die nehme ich aber direkt mal mit in die Höhle. Das ist natürlich völlig klar, Leute, dass ich jetzt ein Steinwerkzeug genommen habe. Haha, das muss natürlich völlig, das ist bei mir ja Programm, der Stein, ne? Ich bin ja der Vorbuddler und nicht der Vor-Eisengießer oder so, ne? Okay, Türen sind offen, Licht können wir eigentlich mal wieder, können wir ruhig wieder einschalten. Scheiß auf den Stromverbrauch, Entschuldigung. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal fällt mir bestimmt auch wieder was Lustiges ein. Mit Stein, ne? Und bis dann, macht's gut.